Hey Leute, hier ist eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Let's Play Golden Sun. Ja, im letzten Part haben wir hier Tread weiter erkundigt und sind, also erkundet und sind immer noch nicht weiter und ja, wir sind irgendwie ein bisschen down mit den HP und so weiter. Wollte ich jetzt noch ein bisschen wieder ausgleichen. Wäre ganz nett, wenn du uns mal alle heilst, Isaac. So, bevor wir weitergehen. Ich habe nämlich nebenbei noch ein paar Übungskämpfe gemacht, nur für den Fall der Fälle. So, jetzt sind wir hier. Und, ah, hier ist die Kiste. Gut. Wir haben wieder eine Nuss bekommen. Das ist natürlich sehr schön. Hier unten geht es nicht weiter. Geht es oben weiter? Ich glaube, ja. Aber zuallererst kümmern wir uns jetzt um die Gegner. Was bist du denn? Okay, du bist ein Gnom. Im Übrigen, ich habe den Tipp bekommen, dass ich mindestens mit einem Charakter immer ein anderes Ziel angreifen soll. Damit ich für den Fall der Fälle keinen Schutz habe. Denn er schützt sich, wenn das eigentliche Ziel weg ist. Okay, ich hätte da wirklich selber dran denken können. Das Ding war, ich habe ja wirklich die letzten Parts, also heute haben meine Ferien offiziell angefangen. Die letzten Tage war es aber so, dass ich die letzten Parts wirklich im Klausurenstress aufgenommen habe, damit wenigstens die Projekte weiterlaufen und das hat dann leider dazu geführt, dass teilweise auch Verzögerungen bei Birth by Sleep gekommen sind und so eine Sachen und das war dann natürlich nicht so schön. So, jetzt nehmen wir mal das Hauptaugenmerk auf den Troll. Nee, auf den Gnom meine ich, nicht auf den Troll. Und der Troll wird angegriffen, da der Gnom sowieso flüchtet. Ja, toll. Ach ja, und dank dem Heilungsring kriegt Ivan auch immer HP wieder, beziehungsweise KP. KP darf man ja sagen. Ich finde nur LP ist ein blöder Begriff für HP-Bezeichnung. Gut, wir erhalten 30 Punkte, 34 Münzen. So, oben geht's weiter, richtig? Ja. Dann mal gucken. Ah, das ist jetzt blöde geregelt. Ich muss das jetzt irgendwie schaffen. Okay, ich weiß, dass es hier zu weit weg ist. Hier ist es zu nah dran und dazwischen komme ich nicht hin. Das bedeutet, ich hätte vom anderen Weg aus gehen müssen. Heißt, wir müssen uns runterfallen lassen. Oh Gott, wie viel sind wir jetzt? Ach so. Okay, wir sind nur eine Ebene runtergefallen. Dann ist das Ganze ja ganz gut. Dann ist das ja ganz gut. So, Isaac, sparen wir die Angriffe. Die magischen meine ich, also mit Psynergy und so weiter. Einfach aus dem Grund, dass er unser Heiler ist und wenn wir keine PP mehr haben, weiß ich nicht, was wir tun sollen. Deswegen behalten wir das mal im Hinterkopf, dass wir bei ihm das sparen müssen, weil er der Einzige ist, der heilen kann. Scheiße, okay, wir müssen uns zuerst auf den Gnomen fokussieren. Der scheint nämlich zu heilen, weil der Troll kriegt irgendwie immer HP wieder. Also die Trolle. Gut, der Gnom ist weg. Ah, Mist. Jetzt müssen wir wieder heilen. Ach, die kriegen von alleine. Die kriegen das von alleine. Okay, wer hat jetzt am wenigsten? Das wäre Isaac. Den heilen wir mal. Garrett greift an. Und Ivan, du greifst mit an. Ah, die heilen sich alle von selbst. Das ist schlecht. Gut. Garrett greift an. Ivan greift an. Isaac heilt. Super. Jetzt dürfte Ivan nicht umfallen. So, der erste Troll ist damit weg. Ivan kriegt wieder einen Angriff. Und dann habe ich mich vorhin auch verlesen. Dann war das gar nicht Ivan, sondern das war der Troll, der was wieder gekriegt hat. Und nein! Oh! Scheiße! Also ich merke, dass ich scheinbar underleveled bin. Aber das gleichen wir aus. Ich habe ja ein paar Kämpfe zwischendurch gemacht. Einfach um im Falle eines Falles schneller an ein Level abzukommen. Im Part. Damit wir dann in der richtigen Aufnahme direkt weiterkommen. So, dann würde ich sagen, versuchen wir es mal hier durch. So, hier ging es lang, richtig? Nee, das ist falsch. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier waren wir schon, oder? Na, ich renne jetzt erstmal und... nur so ein kleiner Gnom. Okay, jetzt muss ich ja mit allen dreien angreifen. Hat ja keinen Sinn sonst. Gut. So, noch eine Runde. Gleich müsste er fertig sein. Super. 30 EP und noch ein bisschen Geld. Geld kann man immer gebrauchen. Gut, dann gehen wir mal nach hier. Nein. So, da vorne war, glaube ich, der Übergang. Ja, dann hier hoch.
Obwohl, heißt das nicht letzten Endes, dass ich von der anderen Seite dahin muss? Na, ich versuch's jetzt gleich nochmal. Wenn nicht, dann versuche ich es von der anderen Seite aus. Dahin zu kommen. Sollte mir das auch misslingen, dann bin ich echt zu doof für dieses Spiel. Ah, Mist. Jetzt ist er zu früh gestorben und deswegen hat Garrett sich geschützt. Na gut. Jetzt müssen wir uns alle drei auf die Spinne fokussieren. So. Damit wäre wieder was erledigt. Wir erhalten 50 Punkte. Was ist hier oben? Hier oben. Ach, hier war wieder der Djinn. Ja, aber an den sollten wir uns jetzt lieber nicht binden. Ich habe inzwischen auch rausgefunden, die können wiederkommen. Das habe ich halt in dem Übungskampf gesehen. Also ich habe jetzt nicht gegen den Djinn gekämpft, sondern ich bin da oben hingegangen und habe das gesehen. So, ihr beiden greift den Troll an, du greifst den Rattensoldat an. Gut, der Rattensoldat ist geflüchtet. Oh, blinde Gewalt, das ist nicht gut. Gut, Isaac, du heilst. Garrett, du greifst an. Ivan, du greifst an. Super. Das sollte jetzt langsam mal helfen. So, jetzt nochmal alle drei auf den Troll rauf. Super. Das wäre dann auch wieder erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder hierher. Doch, ich muss von der anderen Seite dahin. Oh, Mist, falsche Taste. So, zwei Kriecher und ein Gnom. Würde ich sagen, du greifst den Gnom an. Du machst mal eine Flammenwand, weil ich gerade irgendwie keine Lust habe, die ganze Zeit zu warten. Du greifst auch den Gnom an. Dann kriegen zumindest alle ein bisschen Schaden. Das wird gut tun. Ah, jetzt ist er natürlich down gegangen. Okay, du kümmerst dich um Kriecher 2. So, damit ist Kriecher 1 schon mal besiegt. Kriecher 2 greift an. Du heilst. Du greifst an, du greifst an. Gut. Du greifst an, du greifst an, du greifst an. Aber Ivan erledigt das Ganze schon und... Boah, kriegen wir viele EP. Das ist ja wirklich wow, was wir hier teilweise kriegen. Naja, es liegt aber auch daran, dass man jetzt ungefähr 50 immer gewohnt ist. Nee, du greifst mal den Gnom an. Du greifst auch den Gnom an. So, weiter geht's. Der einmal auf den Kriecher, nochmal auf den Kriecher. Du gehst auf den Gnom. Ja, der Gnom ist auch abgehauen. Das war gut, dass wir den nicht sonderlich angegriffen haben. Jetzt geht nochmal alles auf den Kriecher, aber Ivan erledigt den Job wieder mal hervorragend. So, dann gehen wir mal hier hin und hoffen, dass es dann auch hier einen Weg weiter gibt. Ja, gibt es. Nämlich dort, dann gehen wir hier hoch. So, ist da in der Ecke noch was? Nein, nur ein Gegner. Okay, zwei Spinnen und eine Drohne. Dann greift ihr beiden die erste Spinne an, du greifst die zweite Spinne an, damit die schon mal geschwächt ist. Okay, Isaac muss ich schon wieder heilen. So. Dann geht's jetzt weiter. Oh Gott, Ivan ist ja fast unten mit den HP, so. Gut. Man merkte, ich muss wirklich die ganze Zeit heilen, damit wir überhaupt stehen. Aber das ist gut, das macht das Spiel schön schwierig. Oder ich bin einfach nur underlevelt und mache es mir selber schwierig. Beides ist eine Option, aber beides ist eine gute Option, weil schwere Spiele sind gute Spiele, meiner Meinung nach. Natürlich nicht zu schwer und nicht zu leicht. Gut, die Drohne sollte jetzt auch gleich erledigt sein. Jupp. Klasse. Gut, dann gehen wir nach hier.
Hier ist ein weiterer Eingang. Und hier sind auch wieder nur Gegner. Na, hauen wir mal ab. Gerade keine Lust gehabt. So. Dann jetzt ab in den Eingang. Jo. Hier oben geht's schon mal nicht weiter. Hier unten auch nicht. Das ist komisch. Ach so, ich glaube, ich verstehe. Moment. Ah, ich wollte jetzt flüchten, damit ich den, damit ich das jetzt nicht vergesse. Aber ich denke, die kleine Spinne kriegen wir kurz down. Na komm schon. Geh tot. Ich will sehen, was ich jetzt tun muss. Ich glaube, ich muss jetzt in dieses Loch fallen. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Muss ich in das Loch fallen? Wenn ja, dann ist das eine miese Strategie. Okay, dann versuchen wir es mal so. Ich hoffe, ich liege richtig. Ja, ich liege richtig. Jetzt fallen wir runter und fallen weiter runter. Und noch weiter runter. Und landen hier, wo immer wir auch jetzt sind. Sind wir jetzt hier am Ausgang wieder? Nee, wir sind in einer Extrakammer. Heißt das... Oh, da vorne ist Tread. Gut, dann heilen wir uns mal. So, dann Garrett heilen und Ivan heilen. PP-technisch sind wir ganz okay aufgestellt. An Items, was haben wir noch? Wir haben noch 2 Heilkräuter, da haben wir noch 5 Heilkräuter, da haben wir noch 3 Heilkräuter. Super. Das Einzige, was wirklich unten ist, sind Isaacs PP. Da können wir aber, glaube ich, nichts weiter machen. Nee, können wir nicht. Oder trägt Garrett was dafür? Das Einzige, was wir haben, ist eine Rauchbombe. Das könnten wir zum Beispiel mal benutzen, damit Gegner damit wir besser ausweichen können, nicht so oft getroffen werden. Hm, könnte man machen. Ihr! Ihr habt gehofft, mein sanftes Ich zu finden. Narren! Niemals hättet ihr hierher kommen dürfen. Niemals werdet ihr wieder gehen. Eure Kräfte konnten euch im Wald beschützen. Doch nunmehr seid ihr im Herzen meiner Macht. Hier werdet ihr alle zu Bäumen werden und mit uns zusammen verwelken. Nein, denn wir treten jetzt gegen dich an, Tread, und du bist komisch und die Bossmusik ist auch komisch. Aber sehr interessant. Nein, wir greifen jetzt mal an. Er ist ein Baumgeist. Also er ist ein Baum und er ist eine Geisterform. Ich vermute deswegen, dass er ein Baumgeist ist. Deswegen würde ich sagen, greifen wir mal mit einer Flamme an. Und ich bin aus Versehen auf B gekommen. Und Ivan... Obwohl, nee. Zuallererst wird Garrett mal Esse beschwören, damit wir mehr Angriffskraft kriegen. Und du versuchst es mal mit einem Blitzstrahl, Ivan. Okay, 36 Schaden, 26 Schaden, Nachtstern. Aber es wirkt nicht auf Isaac. Garrett ist eingeschlafen. Ivan ist auch nicht eingeschlafen, aber Garrett ist eingeschlafen. Das ist schlecht. Nein. Machen wir ihn jetzt. Okay, weiter angreifen. Wer trägt denn jetzt das Elixier bei sich? Das ist die Frage. Na, keiner. Na gut, dann... Was machen wir jetzt? Ah, dann würde ich erstmal Böe beschwören. Damit wir wenigstens da ein bisschen Schaden machen. Dann haben wir jetzt 29 und einmal etwa 30. Und wir haben jetzt Dawn bekommen. Ah, das war ein mieses Ding. Ah, Garrett ist aufgewacht. Super. Gut. Oh, dann rufen wir jetzt nochmal... Nee, rufen wir nicht. Wir heilen als allererstes Ivan, da er schon wieder unter der Hälfte ist. Dann beschwör endlich Esse. Und du rufst mal... Nee, du rufst auch nicht. Ich lass dich mal ein Plasma machen. 47 Schaden, das ist schon mal gut. Gut, KP sind wieder da. Gut, als nächstes haben wir Esse beschworen, damit wir mehr Angriffskraft haben. Dann... Isaac, du greifst an...
Garrett heilt sich. Und Ivan, du beschwörst Mars. Warum? Weil Ivan recht hohe Magie hat und ich hoffe, dass es mehr Schaden macht. So, 67 Schaden. Das ist gut. Und, jetzt kommt wieder dieser Nachtstern. Ja, Garrett ist schon wieder eingepennt. Gut. Gut, dann werden wir das anders machen. Dann werden wir jetzt als allererstes Garrett heilen. Ivan, du nimmst ein Heilkraut. Und Garrett macht nichts, weil er schläft. Aber wir müssen uns halt heilen, damit wir halt nicht in Gefahr geraten. Ja, Wachstum. 30 Schaden. Garrett schläft, aber es ist wieder da. Und Garrett schläft trotzdem noch. Interessant. Gut, dann als nächstes... Was machen wir jetzt? Wir greifen mal Tread an. Und Ivan, du heilst dich mal. Ich hätte sonst gesagt Isaac, aber Isaac kann noch locker einen Schaden einstecken, bevor wir ihn heilen müssen. So, Garrett ist jetzt aufgewacht. Das ist super. Dann nochmal angreifen. Und du, Garrett, du machst jetzt mal Flamme. Und Ivan beschwört Jupiter. 53 Schaden, das ist auch nicht schlecht. So. Ah, da haben wir wieder viel Schaden eingesteckt. Dann müssen jetzt wieder ein paar Leute heilen. So, Isaac, du heilst dich mal. Garrett, du greifst an. Ivan, du heilst dich auch mal mit einem Heilkraut. Wir müssen dringend wieder Heilkräuter kaufen. Wenn dieser Kampf vorbei ist. Oh, ist ein schön schwerer Boss. Die Musik ist auch ganz okay. Okay, böse jetzt wieder bei Ivan. Dann Angriff. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Wirbelwind auf Tread. 23 Schaden, das ist nicht so gut. Ja, Isaacs Attacke normalisiert sich. Garretts Attacke normalisiert sich. Garrett macht auf. Okay, Esses Effekt ist also weg. Gut, Isaac. Heil mal Garrett. Garrett, beschwör mal Esse. Und Ivan, nee, du sollst jetzt nicht das beschwören, sondern du sollst mal Plasma machen wieder. 49 Schaden, dann sind wir wieder geheilt. Ah, wir haben kaum noch Punkte, das ist schlecht. Aber wir können es schaffen, theoretisch. Oh nein, zwei Leute schlafen. Ja, kacke. Und Garrett trägt natürlich das... Ja, Garrett trägt das Elixier, das ist schlecht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mit einem Blitzstrahl auf ihn los. Mehr können wir jetzt im Verhältnis auch nicht tun. Gut. Oh na, jetzt schlafen alle, oder wie? Ja, kacke. Ja, toll, jetzt können wir uns nicht mehr wehren, oder was? Wachen wir jetzt mal auf. Ja, Ivan ist wieder aufgewacht, super. Mann, ist das hier ein Kampf. Gut, dann nochmal Blitzstrahl. 39 Schaden. Gut, es wirkt nicht auf Garrett, es wirkt nicht auf Ivan. Garrett ist aufgewacht, super. Gut, Garrett, du greifst gleich an. Und zwar diesmal mit Vulkan. Ivan, du greifst an mit Plasma wieder. Während Isaac hier friedlich dahin döst, 52 Schaden. Tread bewirkt Dornen. Jetzt kommt Vulkan, 63 Schaden. Und wir haben es geschafft! Klasse! Und wir haben... jetzt mit Isaac Level 10 erreicht und wir haben Heilwasser gelernt. Das scheint wohl ein vielleicht entweder Statuseffekte oder ein besserer Heilzauber. Ich hoffe, es ist Statuseffekte. Der Klasse Junker wurde gelernt. Dann haben wir 7 mehr HP. Super, klasse. Ivan hat Level 10 erreicht. Kriegt auch nochmal einen ordentlichen Boost. Garrett leider nicht. Und wir haben 700 Münzen erhalten und einen Heiltrank gefunden. Supi. Hey, das ist gar nicht so schlecht. Oh, jetzt müssen wir warten, wer spricht. Was ist mit mir geschehen? Ich verstehe, ich dachte, ich hätte geschlafen, aber mein Herz war nur verloren in meiner Wut. Und ihr habt das Böse in mir besiegt? Also haben wir jetzt die sanfte Seite wieder rausgeholt, das ist super.
Ich danke euch. Ich hätte diese Welt nicht mit diesem Zorn im Herzen verlassen können. Nunmehr kann ich die Welt ohne Reue verlassen. Lebt wohl, großer Krieger. Nein, jetzt sterb nicht. Hey, Moment mal. Wir können doch Tread nicht einfach sterben lassen. Stimmt, Isaac. Wir brauchen seine Hilfe. Was? Warum wollt ihr mich nicht sterben lassen? Gibt es noch etwas? Ja, du musst erstmal die Menschen in Kolyma heilen. Ich habe die Leute in Kolyma von Kolyma in Bäume verwandelt? Ich muss sie erlösen, bevor sie mit dem Wald zusammen sterben. Jetzt nimmt er das gerade zurück. Scheinbar. Ich schaffe es nicht. Meine Kraft kann Kolyma nicht mehr erreichen. Bewohner von Kolyma, vergebt mir. Nein, jetzt nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Tread ist zu schwach. Er hat nicht mehr die Kraft, Kolyma zu retten. Nein, wir müssen helfen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Leute von Kolyma zusammen mit dem Wald sterben. Da hast du recht, aber Tread ist weg. Und er ist der Einzige, der das schaffen kann. Jegliches Leben in Kolyma liegt in unseren Händen. Wir müssen Tread heilen und die Leute von Kolyma retten. Und ich bin gerade irgendwie eine Oktave abgerutscht. Ja, kacke. Also hier hat sich ein Weg geöffnet. Da sollten wir jetzt besser hingehen. Aber wie können wir Tread denn bitte heilen? Das ist jetzt die Frage. Okay, wo landen wir denn, wenn wir hier hochklettern? Ah, wir landen am Ausgang. Das ist nicht gut. Was ist hier? Er sagt nichts mehr. Ja, scheiße. Was machen wir jetzt? Moment, dieses Mädchen, Aborandra. Im Übrigen habe ich mich erinnert, wie sie heißt, Aborandra. Reden wir mal mit ihr, vielleicht weiß sie was. Geht, bevor dieser Wald zerstört wird. Aber wie sollen wir Tread denn bitte heilen? Hallo? Kann ich vielleicht... Moment, ich kann doch Heilung einsetzen. Oh, ich doof. Was verlasse ich den Baum, wenn... Obwohl, ich muss ja in der Nähe von seinem Gesicht sein, um ihn zu heilen, oder nicht? Ich kann es ja mal versuchen. Na gut, greifen wir erstmal an, besiegen hier den blöden Troll. Na, blöder Troll. Ah, jetzt hat Garrett auch sein tolles Level abbekommen. Super, jetzt ist ein Level 10 Wächter. Na, er sagt nichts. Na gut, dann versuchen wir es mal mit... Ach so, ich kann nur Heilzauber sein. Ja, toll. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe jetzt lieber erstmal aus dem Wald raus. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie wir Tread heilen können. Ich habe... Obwohl, wisst ihr was? Der Part ist eh schon so ewig lang. Ich denke, dass ich das im nächsten Part mache. Vielleicht fällt mir, wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, ein, wie ich ihn heilen kann. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.